Hallo und herzlich willkommen in unserer Kirche hier in Meerstetten. Ich möchte heute über einen kurzen Abschnitt aus dem Neuen Testament nachdenken. Da stehen kurz vor dem Gruß im Hebräerbrief die folgenden Sätze. So hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tors gelitten. Lasst uns also vor das Lager hinausziehen zu ihm und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ein Satz, der einen unter Umständen mit gemischten Gefühlen zurücklässt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Für ältere, für altgewordene Menschen ist das nicht unbedingt ein angenehmer Gedanke. Keine bleibende Stadt. Nicht mehr zu Hause, sondern im Altersheim, in der Seniorenresidenz zügeln zu müssen. Und ob man das nun möchte oder nicht, da ist denn auch der Ausblick auf die letzte Reise. Aber auch das ist Teil des Altwerdens. Ab wann man alt ist, diesbezüglich hat sich die Grenze in Zeiten von Corona nach vorne verschoben. Ab 65 gehört man nun zur Risikogruppe der Alten. Jugendliche und junge Erwachsene hingegen hören so einen Satz, wir haben hier keine bleibende Stadt, ganz anders. Sie sehnen sich ja nach Veränderung. Manche können es kaum erwarten, endlich bei den Eltern auszuziehen, in die eigenen vier Wände, um so leben zu können, wie man es sich schon lange gewünscht hat. Bei mir zumindest war das so. Doch auch in den Jahrzehnten zwischen Jugend und Alter erlebt man Zügeltermine und damit verbundene Änderungen mit verschiedenen Grundstimmungen und nicht immer gleich hoffnungsvoll. Das Aufgeben einer langjährigen Bleibe kann schmerzlich sein, sich in einer neuen Wohnung wieder langsam zu Hause fühlen zu dürfen, ist aber auch immer wieder etwas sehr Schönes. Zügeln. Dieses Ausziehen, Hinausgehen, Gewohntes verlassen, das ist eine vielschichtige, ambivalente Erfahrung, bunt wie das Leben selbst. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, eine damit ambivalente, schillernde Erkenntnis, die umso spannender wird, je dichter wir diese Erfahrung an uns kommen lassen. Was folgt aber aus dieser Erfahrung, aus dieser Erkenntnis, dass alles, auch unser Leben, ein Anfang und ein Ende hat? Spätestens hier nun kommt, ich sage es einmal etwas salopp, der Glaube ins Spiel. Und eröffnet uns in diesem Punkt einen neuen, einen weiteren Horizont, denn aus der Begrenztheit und Endlichkeit des Lebens stellt der Glaube, das feste Vertrauen in Gott, den Menschen in die Weite göttlicher Schöpfung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Menschen, die im christlichen Glauben leben, haben eine Perspektive, ein Ziel, das über diese Welt, wie wir sie erleben,
hinausgeht. Und darin liegt für mich etwas ungemein Befreiendes, nämlich die Befreiung von dem Zwang, hier und jetzt alles erleben und alles mitnehmen zu müssen, um jeden Preis alles auskosten zu müssen, wenn mir klar ist, dass das, was ich habe, endlich ist. Und wenn ich darauf vertraue, dass nach dem Ende hier anderes, Neues geschieht, dann kann ich jetzt schon besser, jetzt schon loslassen, was mich ins Hamsterrad der 100% zwängt. Das Leben kann und wird immer nur Fragment, Stückwerk sein. Es ist eine Möglichkeit von vielen, die sich da uns immer wieder bietet. Es ist zwar auf Vollendung, auf Ganzheit angelegt, aber diese Vollendung, die kann ich nicht selbst machen. Im besten Fall darauf hinarbeiten. Doch als Christ darf ich darauf vertrauen, dass das Leben, dass unser Leben einmal zu einem guten Ende kommt, zum Ziel, das uns geschenkt ist. Bis dahin bleibt uns mit hoffentlich leichtem Gepäck durchs Leben zu reisen, das Ziel vor Augen, die zukünftige Stadt Gottes, wie es im Neuen Testament heißt, und diese Ausrichtung auf eine Zukunft hin, auf die es sich zu hoffen lohnt, die kann Kraft geben, auch Ungewöhnliches zu tun, das, was allgemeinhin nicht erwartet wird. Was das sein kann? Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt: So lasst uns nun zu Jesus hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Nun, was tun mit diesem seltsamen Vorschlag, der aufgeschrieben wurde, als vor bald 2000 Jahren der erste Schwung und die Begeisterung für den christlichen Glauben vorbei waren? Diejenigen, die den Brief damals lasen, die sind verunsichert, denn sie erleben sich und sie erleben ihre Kirche machtlos und leidend. Sie erleben Glaubensresignation, schwach besuchte Gottesdienste und eine gewisse Nostalgie, dass früher alles besser war. Und dagegen setzt der Briefeschreiber diese fast trotzige Aufforderung, das sichere Lager, die Komfortzone zu verlassen und rauszugehen. Denn dort, draußen vor der Tür, da wartet die Herausforderung. Da draußen vor der Stadt, da liegt Golgatha, der Hügel, auf dem Jesus gestorben ist. Nicht innerhalb der sicheren Stadtmauern ist der Platz für die christliche Gemeinde, sondern draußen vor dem Tor. Dort, wo ein rauer Wind weht, wo diejenigen leben, die drinnen keinen Platz gefunden haben, die an den Rand gedrängt werden, die rausgedrängt werden. Draußen vor dem Tor, als das wandernde Gottesvolk unterwegs zu sein, das kann für uns als Kirche heute heißen, sich von liebgewonnenen Strukturen und eingefahrenem Verhalten zu verabschieden, um frei zu werden für die eigentlichen Aufgaben und Ziele. Draußen vor dem Tor, das heißt auch noch stärker als bisher, viel stärker als bisher, aufsuchende Kirche zu sein, die nicht nur darauf wartet, bis die Menschen zu ihr kommen, sondern von sich aus die Türen weit öffnet für vielleicht auch unkonventionelle Projekte, wie die Einkaufshilfe, die jetzt im Zeichen von Corona vielerorts aufgelistet wird. Christen und Christinnen an den Brennpunkten, um die Menschen dort anzusprechen, wo sie arbeiten und leben, durch ein zeitgemäßes, niederschwelliges Angebot, durch eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch mit solchen Videopredigten wie diese, mit Facebook-Accounts, Twitter-Nachrichten. Draußen vor dem Tor als Volk Gottes, als Christen unterwegs zu sein,
heißt aber ganz Besonderes, sich für die Menschen draußen vor dem Tor zu interessieren, ein Herz für sie zu haben, gute Ideen, einfühlsame Worte, freigebige Hände. Draußen vor dem Tor, da sind wir wirklich gefordert. Jetzt sind wir gefordert, Nächstenliebe in Solidarität zu leben, um so mit Recht als Nachfolger und Nachfolgerinnen Christi wahrgenommen zu werden. Christen haben Verantwortung für die draußen vor dem Tor, für Menschen in besonderen Lebenssituationen, wo Gerechtigkeit, wo Sicherheit, wo Menschlichkeit fehlt. Und sie nehmen sie auch ganz oft wahr. Aber bei allem Einsatz wissen wir doch auch, dass immer ein Rest offen bleibt. Und vermutlich wird es ein großer Rest sein. Und so verstehe ich dieses Leben als ein Unterwegssein hin zur Erfüllung in Gottes neuer Welt. Wir sind zeitlebens unterwegs, Gäste auf Erden, solidarisch Pilger in Richtung Vollendung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Da machte einmal ein Tourist Station in einem Kloster. Er wurde herzlich aufgenommen und freundlich empfangen. Einer der Mönche zeigte ihm die ganze Klosteranlage, auch die Mönchszellen. Eine davon sollte diesem Touristen in der Nacht als Schlafstatt dienen. Alle waren spartanisch eingerichtet, ein Bett, ein Stuhl, mehr nicht. Der Tourist, der durfte nun wählen, in welcher der Zellen er übernachten wolle. Er betrachtete sie und fragte dann ratlos: Ja, und wo sind alle Ihre Möbel? Wo sind denn Ihre? Fragte der Mönch zurück. Verwirrt, antwortete der Gast: Ich bin ja nur auf der Durchreise. Da lächelte der Mönch und sagte: Wir auch. Amen.